Heyo Leute, ja, Ramses hat uns letztes Mal den Krieg erklärt. Interessant ist ja, dass er nicht mehr bei Ernteerträgen und Fertigungswaren auf Platz 1 ist, was er vorher hatte. Immer noch zwar Bruttosozialprodukt, aber sonst nicht. Ja, Zustimmung hat er 100%, wie leider nur 66. Er hat auch mehr Punkte als wir. Ich werde ihn nicht versuchen, aktiv anzugreifen. Ich versuche meine Leute hier so gut wie möglich zu platzieren, so dass wir schnell überall langkommen. Wir haben jetzt zum Glück die Straßen und ich hoffe, er wird hier unten nicht irgendwie angreifen. Da können wir mal extra dafür vielleicht die Ritter runterschicken, die sind am stärksten. Gut, das werde ich mal machen. Die Ritter, leider hat niemand mehr Bewegung. Wir haben jetzt versucht, schon alle wieder aus dem Westen rauszuziehen. Und hier müssen wir auch mal, hier werden wir vielleicht die Aufklärer und ein Bogentrupp hier lassen. Nächste Runde bekommen wir dann über 500 Gold. Okay. Mal gucken, wie es aussieht. Also ich will jetzt ihn nicht aktiv angreifen, weil ich A, weiß, dass ich unterlegen bin und B, weil ich das als schwachsinnig empfinde, aber na gut. Wir versuchen erstmal unsere Einheiten rüber zu verfrachten. Ach, sieh mal einer an. Da sind sie sogar welche. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe hier gar nicht gesehen. Dammit. Pattsituation. Würden. So, raus damit. Einheit benötigt Befehle. Wo? Ja. So. Einen Fernangriff wagen. Können wir noch nicht. So. Aufklärer sind erstmal weg. Ja, da habe ich gar nicht gesehen, dass die schon hier sind. Ja. Rostov hat keine Einheiten bei sich drin. Kaufen. Wir könnten jetzt nochmal ein paar Ritter kaufen. Oder ein paar Pikiniere, die da ganz gut sind. Leider sonst ziemlich zu weit und haben somit auch nicht zu viel Gold ausgegeben. So. Sonst auf zur nächsten Runde. Vier. Vielleicht hat unser General da echt geholfen. So, ich werde mal vorhaben. So, damit haben wir. Weil sie sich in eine Höhe erhebt, um es kostenlose große Persönlichkeit. Und als ob sie zwischen den anderen Gebäuden aufsteigt. Sorry. Steht sie in der Höhe und schaut auf den Rest der Stadt hinab und schmückt sie, weil sie ein Teil davon ist. Doch sie erblüht in ihrer eigenen Schönheit. Gut. Große Persönlichkeiten in eurem Reich. Großer Künstler. Großer Wissenschaftler. Eine beliebige Technologie. Klingt nämlich auch interessant. Machen wir erstmal okay. Ah ne, wir müssen was wählen. Großer Ingenieur, Händler. Eine Menge Gold. Machen wir großer Ingenieur. So, okay. Wir werden ihn noch nicht nutzen. Fabrikanlage. Okay. Gut, dann machen wir Fabrikanlage richten. Sieht ja witzig aus, wenn wir hier schon Fabrik haben. Gut, Moskau. Produkt wählen. Gut, Äquidikte, Stadtzentrum. Circus Maximus brauchen wir unten noch. Wie viele Runden braucht ihr noch? 4 Runden.
Das können wir dann innerhalb von 4 Runden nochmal schnell bauen. Ein Aquädukte könnten wir bauen. Aquädukte. Wir könnten einen Tempel bauen, der leider Unterhaltskosten bringt, aber Kultur zusätzliche Punkte. Ja, machen wir das mal so. So, den erstmal für Fernangriff vorbereiten und dann Fernangriff einleiten. Ach, können wir nicht, weil es nicht so weit genug. Super. Fernangriff. So, wenigstens minus 1. Haben wenigstens einen abgeschlachtet. So, entscheidender Sieg. Machen wir mal. Und ich hoffe, dass das auch so. Okay, Schlag daneben. Wie jetzt? Wir haben verloren? Wir haben mit unseren Rittern verloren? Das kann nicht sein. Ich hätte mich zurückziehen sollen. Okay, hier lang. So, scheiße, Mann. Stationieren. So. Produkt wählen. Ja, damit ist die Zufriedenheit auch wieder gestiegen, ich verstehe. Können wir gleich mal ein Markt wird empfohlen. Ich würde lieber einen Zirkus bauen, es dauert auch nur 4 Runden. Wunder gibt es immer wieder, nur nicht hier. Staatliche Hochschule. Markt. Okay, los, lass uns Markt bauen. Obwohl, nein, Produktion. Zirkus, Markt können wir noch relativ schnell bauen. So. In einer Runde ist das hier fertig. Oder können wir in 4 Runden nochmal Produkt ändern? Reiter, Ritter können wir nochmal in 4 Runden. Machen wir Ritter. So. Einheit benötigt Befehle. So. Okay, ihr seid ja automatisiert, wa? Automatisch. So. Einheit benötigt Befehle, benötigt Befehle. Dann haben wir 4 Runden das bereit. Okay, die arbeiten schon. Bauernhof errichten. Jetzt sieht der Delle bauen. Ne, bleibt mal hier. Ich hoffe, der hat den Bonus noch. Gut. Eine benötigte Befehl. Ausruhen. Dann nächste Runde. Warum plus 9? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Gut, ich verstehe, mein Lieben. Wie ihr wollt. So, Fernangriff durchführen. Weil die in die Stufe aufgestiegen worden sind. Fernangriff durchführen. Und nochmal. Jetzt würden wir alles verlieren. Kämpft ihr noch? Ja, anscheinend nicht. Damit. Rüstdorf, Produktion wählen. Wird Markt und Universität empfohlen. Markt bringt uns momentan eigentlich eher wenig. Spiel 2 Runden. Wir könnten Schwertkämpfer produzieren für 8 Runden.
für zusätzliches Gold. Könnten wir Einheiten bauen. Kauf. Wir könnten Bogenschützen jetzt uns leisten. Was wollen wir nicht machen? Leuchtturm würde Nahrung uns bringen. Könnte mehr in die Produktion gearbeitet werden. Würde vielleicht ganz gut sein. Obwohl wir nur ein Ozeanfeld haben momentan. Hm. Gut, bauen wir den Markt. So. Ich hoffe, die steigen nicht schon wieder auf und machen sofort Heilung. Das nervt nämlich. Okay. Haben wir schon wieder Einheiten verloren, wie sonst was gegen die. Nächste Runde wird St. Petersburg nochmal um einen mehr Einwohner haben. Gut. Darf zur nächsten Runde. Bin ich mal gespannt. Bogenschütze. Okay. Also. Und von hier kommen schon wieder die ägyptischen Streitmächte. Drei verloren. Jetzt gehen wir mal hier hin. Können wir leider keine weitermachen. Die will ich erstmal im Hintergrund behalten. Gut. Dann geht erstmal hier rüber. General. Will ich. Speer. Brauchen wir unbedingt noch. Um zu erkennen, ob hier noch was los ist. Reiter sind in zwei Runden zu Ende. Oder bekommen wir? Hier bekommen wir dann die Universität drin. Hier haben wir anschließend Theater in zwei Runden. Dann auf zur nächsten Runde. Ein einziger. Meinetwegen, stört mich nicht. Neue Forschungsabkommen. Zwischen Babylon und Ägypten. Die Stadt Jugoslaw ist gewachsen. Dann Stellung. Und Fernkampf durchführen. Ach Gott. Geht nicht. Wie nervig das ist. So. So. Damit wir ordentlich kunden können, machen wir noch hier runter. Genau. Und du gehst mal hier hinten hin. Und hier ist noch was dazu. Gucken, wenn wir die zerstören, vielleicht reden sie dann ein bisschen besser wieder über uns. Kann ja sein. Nervig. Aber Leute, das ist schon mehr als genug wieder, was ich aufgenommen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.